Ja, guten Morgen. Hab gerade gefrühstückt. Hab mir gestern hier noch Brötchen geholt, hatte noch ein bisschen Leberwurst und Marmelade. Meiner schlechtesten Nächte und gar nicht wegen dem Rauschen der kleinen Fabrik da hinter mir, sondern ja, man sieht es nicht, wenn man so über die Wiese guckt, aber wenn man so guckt, dann sieht man, dass hier wohl überall der Maulwurf gewütet hat. Und ja, ich habe gestern zwar versucht, ein bisschen Probe zu liegen, aber bin dann auch davon ausgegangen, dass die Luftmatratze das ausgleicht, aber ich meine, ich habe abgeschlafen diese Nacht, auch viel geschlafen, aber bin immer mal wieder wach geworden, weil mir irgendwas wehtat und ich mich anders hinlegen müsste. Naja, gehört dazu. Ja, heute ist Bahnfahren angesagt. Ich hätte jetzt genauso gut auch sagen können, ich fahre von hier aus die Werra hoch. Das Problem ist nur, von Neuhaus am Rennweg, das ist der offizielle Startende der Tour, nach Hause wäre ich irgendwie 8-9 Stunden mit dem Zug gefahren. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mit keine Ahnung, wie viel mal umsteigen. Ich muss heute auch schon, glaube ich, 4-mal umsteigen. Und außerdem möchte ich lieber flussabwärts fahren. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich fahre von hier aus mit dem Zug nach Neuhaus am Rennweg. Ist dann, müsste so gegen 14 Uhr da sein. Und also, weil sonst, wenn ich komplett fahren würde, wäre ich, weiß ich, von morgens 8 bis abends 18 Uhr, glaube ich, unterwegs. Und da habe ich komplett drauf. Ja, jetzt trinke ich hier erstmal noch in Ruhe meinen Kaffee. Um 8 Uhr kann ich hier auschecken. Heute wäre es mir fast egal. Um 9.30 Uhr, 9.20 Uhr, sowas. Muss ich gleich mal nachgucken. Geht mein Zug. Also von daher habe ich heute genug Zeit. Ach, ich habe gerade beschlossen, ich koche mir noch ein zweites Kännchen Kaffee. Noch 4 Minuten und dann gibt es einen frischen Kaffee. Kaffee. Der tut gut. Ja, zwischendurch beim Kaffee trinken werde ich mal Stück für Stück das Zelt leer räumen. Und das hat er auch schon mal gemacht. Ja, so, das Zelt ist leer. Aber mit dem Abbauen lasse ich mir noch Zeit, weil
Also heute ist mal richtig Kondensen. Ja. Heute ist mal richtig Kondens angesagt. Dadurch, dass es gestern noch ein paar Mal geregnet hat und dann stehe ich hier auch noch direkt am Wasser. Aber auf der anderen Seite der Insel, es ist eine Insel, ist auch direkt Wasser. Von daher, ob ich hier stehe oder da drüben, macht glaube ich nicht so einen großen Unterschied. Ja, dadurch ist natürlich hier alles ziemlich nass. Bin mal hoffen, dass es das nasse Erlebnis für diese Tour bleibt. Dann bin ich zufrieden. Ja, man fühlt sich hier schon wie auf einer Bühne, wenn da oben die Leute langlaufen. Ich habe jetzt gerade noch mal auf der Karte geschaut, an welchem Fluss ich denn jetzt heute Nacht gezeltet habe. Aber es war mir jetzt gerade nicht so ganz klar, weil, naja, es gibt drei Flüsse hier. Aber nee, es ist immer noch die Fulda gewesen. Ja, jetzt habe ich schon das meiste verpackt, habe mich schon umgezogen. Jetzt trinke ich noch eben den letzten Schluck Kaffee aus und dann spüle ich eben ab, bringe den Müll weg und dann räume ich den Rest ein. Dann sollte ich in einer halben Stunde sowas fertig sein. So, dann kann ich auschecken. Langsam zum Bahnhof gehen und dann, ja, jetzt beim Packen habe ich schon umgeswitcht vom Radreisemodus auf den Zugreisemodus mit Rad. Gleich geht es dann wieder mit dem ICE eine halbe Stunde. Hat letztes Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Einzige, im ICE 4, das Fahrradabteil ist für drei Fahrräder. Und die drei Fahrräder passen auch hin. Rein geht auch gut. Nur raus muss ich dann auf der anderen Seite. Und du musst ja trotzdem, weiß ich nicht, zwei Stufen oder drei. Ich musste rückwärts mit dem Rad raus, weil vorwärts war gar keine Chance. Ging gar nicht. Also wäre gar nicht gegangen. Weil du die Fahrräder, die stehen schräg drin. Und drehen kannst du da nicht. Kannst du wirklich nur so raus, wie du reingekommen bist. Egal. Hallo und herzlich willkommen auf dem Rennsteig mitten im Thüringer Wald. Ja, ich bin mit dem Zug bis Neuhaus am Rennweg gefahren und starte jetzt hier auf dem Rennsteigradweg Richtung Werraquelle. Ja, und Rennsteigradweg, da muss ich natürlich an Andreas und Frank denken, die ja letztes Jahr hier den Rennsteigradweg gefahren sind und ihn, wenn ich mich richtig entsinne, auch in Neuhaus am Rennweg beendet haben. Ja, schöne Grüße dahin. Ja, ich mache mich jetzt, wie gesagt, auf Richtung Quelle und dann schauen wir mal. Ja, viel Film geht nicht, weil ich muss mich hier schon ganz schön auf den Weg konzentrieren und auch größtenteils beide Hände am Lenkrad haben, mein Gott. Aber im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, mit dem Trekkingbike durchaus machbar. Ich glaube, mit dem Mountainbike fühlt man sich hier wesentlich wohler fühlen. So, ich pack mal wieder die Kamera weg. Ja, Pech gehabt. Die Quelle ist trocken. Zumindest im Moment. Also da steht ein Schild. Aufgrund von Sanierungsarbeiten haben wir die Quelle abgeschaltet. Okay. Ja, hier ist einiges passiert, seitdem ich letztes Mal hier war. Die ehemalige Baude haben sie abgerissen und dafür so eine große neue Hütte gebaut. Was das hier sein soll, keine Ahnung.
schauen wir mal. Einfach ein Turm im Nix. Ja, der Quellteich sieht auch nicht allzu lecker aus. Aber ich will mich hier gar nicht so lange aufhalten. Ich fahr lieber zurück zum, Campingplatz. So, noch ca. 18 Kilometer bis zu meinem Campingplatz in Bockstadt. Ein kleines Stückchen hier noch bergauf und dann müsste es zum größten Teil nur noch bergab gehen. Ja, viel Rad gefahren bin ich heute nicht, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich gleich auf dem Campingplatz bin, weil so einen halben Tag Bahn fahren reicht einem dann auch. Mein Gott, ich brauche erstmal einen Kaffee. Ja, das war eine rasante Abfahrt. Ich bin jetzt aus dem Wald heraus und ja, das Navi hatte angezeigt, ich glaube 17.36 Uhr Ankunftszeit, als ich an der Quelle losgefahren bin, und jetzt haben wir Ankunftszeit 17.19 Uhr. Also ging ganz gut bergab. Keine 10 Kilometer mehr, 9,9. Kein Schotter mehr, jetzt geht's geteert weiter. So, das Werratal liegt vor mir. Aber heute nur für die nächsten 7 Kilometer. Dann reicht's mir auch für heute. Huch. Ja, bis Eisfeld habe ich letztes Mal den ganzen Tag gebraucht und heute noch nicht mal eine Stunde. Und jetzt gibt es erstmal eine schöne, kalte Thüringer Waldmeisterbrause. Ja, für Kaffee ist schon ein bisschen spät, deswegen habe ich mir jetzt gerade mal so eine Waldmeisterbrause gegönnt. Und zum Essen gibt es gleich nochmal einen Radler. Was gibt es zu essen? Irgendeine Trekkingmahlzeit. Ich guck mal, was ich dabei habe. Weil hier ist nichts drumherum. Zum Einkaufen jetzt. Da nochmal bergauf und dann bergunter und nochmal bergauf. Nein, nein. Also Trekkingmahlzeit. Ja, und aus meiner Wundertüte gezogen habe ich einen Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln. Dann mache ich das Ding mal fertig. So, Wasser ist aufgesetzt. Dann warten wir mal ein paar Minuten, bis es fertig ist, und dann aufgießen, noch mal ein paar Minuten warten und dann kann gegessen werden. Zwischendurch habe ich auch schon mal noch mal den Kocher umgekippt. Naja. Nicht schlimm. Das zischt rein, wie der Rainer sagen würde. Oh, das schmeckt lecker.
Ja, mal ein paar Worte hier zu dem Campingplatz. Das ist ein ganz, ganz kleiner Campingplatz hier in Bockstadt. Das hier ist schon die ganze Zeltwiese. Und da vorne, würde ich sagen, können noch mal, schätze mal so 10 Wohnwagen oder Wohnmobile stehen und das war es dann schon. Kleines Waschhaus ist da vorne noch. 3 Duschen, glaube ich. Ja, 3 Duschen, 2 Toiletten, so, das war es schon noch ungefähr. Aber tipptopp in Schuss, super sauber, super freundlicher Platzbesitzer. Ich denke mal, er ist der Platzbesitzer, super freundlich. Der kommt noch mit aus seinem Büro raus und zeigt einem alles, wo alles ist. Platz konnte ich mir selber aussuchen. Ich hatte die Wahl zwischen Morgensonne und der Abendsonne. Aber da das Zelt noch so nass war von der letzten Nacht, habe ich mich für Abendsonne entschieden. Also, kleiner Geheimtipp hier, der Platz, würde ich sagen. Ach ja, habe ich vergessen. Vorne gibt es ja noch einen ganz kleinen Kiosk. Ich habe jetzt für 2 Radler und die komische Brause da 3 € bezahlt. Also, kannst du nicht meckern. Für den Platz habe ich 13,50 € bezahlt. Gibt es günstiger, aber dafür ist hier alles in Ordnung. Und Eis hat er da vorne auch noch. Tasse Kaffee kannst du morgens da auch noch kriegen, wenn du willst. Aber er ist auch erst ab 9 Uhr da. Also für die meisten Radfahrer zu spät.